Geh mal raus Wurst. Und lass uns penetrieren. Ha? Du, ich bin hier raus. Ja, ja. Du hast ja den Controller in der Hand. Psst. Ja. Okay. Oh, hups, das war ein Fehler. Was sage ich, wenn ich während einem Kampf umswitch? Dann stirbt er wahrscheinlich ohne. Also er kämpft dann schon alleine. Das kann die KI, aber der geht wahrscheinlich drauf. Okay. Los geht's, Freunde. 5 Euro. Warum? Wir haben gewettet. Was? Wir haben doch nicht gewettet. Schade. Ja, Leute. Von wo kommt der Skorpion? Ich muss nachladen, es hat nur 2 Schüsse. Ja, ich weiß. Dann gerät er in Panik. Wenn der Skorpion einmal zusticht. Ah, Manak, ich muss ja schon wieder nachladen. Das ist ja auch ein Scheißdreck. Na, aber so geht's schneller, wie wenn es normal machst. Jetzt kastriert er mich gleich, Alter. Ich sehe schon kommen. Und er kassiert. Ah, da hat er dir den Klaps gegeben. Oh Gott. Habe ich schon mal geschossen? Ja. Ja. Ich bin aber noch gesund. Sag ich doch. Aber ich habe fast keine Muni mehr, Alter. Schön. Pistole. Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, Alter. Okay. Und die ganze Muni geht flöten. Das ist schon, dass der Waggon nicht begrenzt nur begrenzt groß ist. Alter! Hat er mir jetzt eine Schelle. Aber das war's, ne? Bist du sicher? Ich höre ihn noch. Das war's! Nein. Und ich bin immer noch gesund! Ich sag doch, nimmst du Schmerztabletten, wenn du gesund bist. I, Alter. Kann ich jetzt an dem Boy auch... Ja, ich kann dran vorbeilaufen. Schön. Jetzt können wir auch zurückgehen und was Neues holen. Ich würde mal sagen, ich bin einfach ein geiler Typ. Ich würde mal sagen, hätte ich auch schwer stellen sollen. Ist viel zu einfach, das Game. Ich würde mal sagen, leck mich am Arsch. Und zwar Kreuzhalter, wenn du magst. Ha? Widerlich. Das heißt Gesundheit. Widerlich. Sie unhöfliches Stück. Hat mir ins Gesicht genossen. Stück. Natürlich, klar. Das hast du ja nicht verdient. So, nimm mal den mit. Eigentlich wäre ich für die Aktentasche, aber wir nehmen jetzt... Da will der feine Herr mal speichern. Wir nehmen jetzt mal das Farbband mit. Haben wir jetzt noch einen Platz? Nee. Eigentlich können wir die Pumpe gleich wieder wegschmeißen. Ja, kannst. Nee, eben nicht. Ich habe gesagt, kannst. Muss doch nicht. Einmal mit Profis, Leute. Einmal mit Profis nur. Aber habt ihr gesehen, wie ich den... Wie gut ich das einfach gemacht habe? Ja. Weißt du, so ein Messer passt nicht in das scheiß Schubladending, aber ein Eispickel. Ja. Ja, ein Eispickel ist auch so viel kleiner. Was hat der? Hat er eine Machete dabei oder was? Hä, komm ich jetzt eigentlich zurück? Ah ja, ich komm zurück. Das Ding da vielleicht mitnehmen. Scheiß nämlich. Ich hab auch nur vielleicht gesagt. Ich habe auch keinen Platz, was soll ich denn machen? Meine Hosentaschen. Ich habe jetzt die Idee. Ich habe jetzt wirklich die Idee. Ich lege einfach das ganze Zeug, die Pumpe und so, lege ich jetzt in die Küche ab. Mhm. Und dann renne ich wieder zurück und hole den Rest. Mhm. Das habe ich dir vorhin auch schon gesagt, dass du sowas machen kannst, aber... Nee, hast du nicht. Aber... Habe ich nicht. Naja. Ihr habt es gehört, habe ich nicht. Nee, hat er nicht. Sollen wir jetzt speichern? Nein. Warum? Weil wir geil sind und weitermachen. Ich hoffe, du stirbst. Jetzt sterbe ich an einem Backerl. Durch den Boden und werde vom Zug überfahren. Das ist sogar ziemlich plausibel. Kommen da jetzt eigentlich neue Zombies? Nö. Ja, irgendwann ist ja auch mal Schicht im Schacht, ganz ehrlich. Naja. Bei welchem Spiel war das? Auch in irgendeinem Zombie-Spiel, wo ich gespielt habe, war das so? Mein Motorcycle-Gesicht. Teil 5. So ähnlich. 10. Und halb. Da waren Zombies. Ja. Das war so ein bestimmtes Gebiet. Da konnte ich immer so, wenn du ein Auto hattest, wohin fahren. Okay. Eine bestimmte Strecke. Und wenn du dann kein Benzin mehr hattest, dann bist du in einem Ort gespawnt, so einem kleinen. Und dann musste ich da Benzin kann ich sammeln. Da laufen halt 100 Zombies rum. Okay. Ich habe einen getötet. Gucke ich 2 Meter daneben, gucke wieder auf die Stelle, steht er wieder da. Echt? So schnell spawnen die da und du hast dann keine Chance einfach. So, jetzt habe ich 2 Plätze. Wie viel brauche ich denn? Ich lege auch den Eispickel mal ab. Ich lege auch mal das Farbband ab. Ich kann ja alles mal ablegen. Außer Muni. Kannst du den Eispickel doch einfach jetzt schon da reinlegen und die rausholen, dann hast du mehr Platz. Warum? Habe ich dann mehr Platz? Jetzt habe ich so oder so 3 Plätze. Weil du dann 2 Charaktere hast. Ach, kommt die dann direkt raus? Ja, klar.
Ach so. Beziehungsweise musst du zu der Tür hinrennen, aber nein, die kann ja selber raus. Gib ich einen Eispickel ihr, ja. Ach, so läuft das. Ja gut, dann machen wir das doch. Dann hätte ich aber das Ganze ja gar nicht machen müssen, theoretisch. Ja. Okay, wo ist der Eispickel jetzt? Weg. Das würde sein. Nein. Schön, so wir alles aufnehmen. Das ist wahrscheinlich jetzt die Pumpe. Das habe ich mir doch gedacht. So. Okay, dann legen wir jetzt mal das Ding da rein. Gut. Yes, sir. Den Eispickel. Und dann kann sie raus. Halleluja. Ich bin schon ganz klaustrophobisch. Ja, ich auch. Ne, wenn ich so neben dir sitze. Das ist ein Riesenraum, Philipp. Naja. Das glaubt dir kein... Was, naja? Ich verarsche oder so. So, okay. Ich glaube, den Pickel kann ich danach auch wegschmeißen, ne? Denke schon. Hier muss ich jetzt auswählen. Boom. Nee, den Pickel habe ich behalten. Oh, den noch? Vielleicht wirft sie ihn ja auch selber weg. Nee, normalerweise fragt sie dich immer. Das fragt sie ja auch bei Schlüssel, ob man den jetzt wegschmeißen soll. Oh Gott. Rennt jemand. Ah doch, der ist weg. Doch, er ist weg. Tja, da wird niemand gefragt. So. Ja, hast du vollkommen recht. Pass auf, aber jetzt lasse ich den Typ in der Küche und gehe einfach mit ihr jetzt dorthin. Sie hat 3 Plätze frei. Einen für den Stab. Ah, was, wenn der auch 2 braucht? Frei. Weil der so lang ist? Ich weiß es nämlich nicht. Ja. Könntest du einfach beide mitnehmen? Ja, wir holen den uns jetzt ab hier. Du kannst... Ja, ich weiß, was ich kann. Weißt du, welcher Knopf? Nein, du kannst auch einfach Dings drücken. Du kannst auch da das einstellen. Ja, ich weiß. Nee, aber es gibt auch eigentlich einen Knopf, wo du folgen und hierbleiben drücken kannst. Achso. Denkst du? Hä? Denkst du? Ja, auf GameCube war das auch so. Da musste ich nur Start drücken. Da war es der Startknopf sogar. Aber jetzt nicht hier im Menü. Doch, ich muss was probieren. Nein. Hä? Achso. Kann ich auch 2 draus machen. Ich meine, es gibt auch so einen Knopf auf Folgen. Ja, das schon. Weißt du den? Das interessiert mich. Nee, ich habe keine Ahnung. Ist vielleicht der Xbox-Knopf? Der Home-Button da? Warte. Folgt die mir nicht automatisch? Nee, folgt die mir nicht. Nee. Nein, der ist es nicht. Verdammt. Und Start und Select sind schon belegt, gell? Let's regroup. Okay. Ja, Select ist es. Oh, ich bin ein Gott. Nennt mich Gott. Schön. Okay. Gut, ich wollte nur, dass er da rausgeht. So, wir sind wieder in-game, liebe Freunde. Wir sind in-game. Ja, ich habe gecarried. Entschuldigung. Wir sind tatsächlich... Oh Gott. Renn einfach durch. Oh, Klose. Klose, richtig knapp, Alter. Richtig knapp. Aber der Baba hat es kurz geregelt. Nichts gibt's. Da lass noch nichts durchkommen. Man muss. Was? Man genau. Muss so ist es. Predicten. Man muss einfach. Genau. Das sag ich schon jahrelang. Sicher. Mhm. Leute, Prediction ist das halbe Leben. Sollen wir uns jetzt eigentlich eine Pizza bestellen? Können wir jetzt mal hier öffentlich. Sollen wir dazu echt ein Statement abgeben? Ja, eigentlich Kommentar. Schon. Ich hab mega Hunger, Alter. Du nicht? Doch, ja. Aber ich hab da auch was mitgebracht. Also, so ein kleines Snack für mich. Ja, also, Philipp bringt sich halt Würstchen mit. Hey. Zu dem Gamer-Abend, ey. Hey, das sind die geilsten, die es gibt, ja. Was sind das, Käsekreiner? Paprikakäse. Die schmecken so göttlich, Leute. Ist die kalt? Ja, klar. Naja. Kann ich kalt und warm Pizza essen. Schnibbeln. Unglaublich.
Nur weil ich so awesome bin, weißt du, das verträgt er. Ja, Liebe. Danke. Sascha nicht. Ja, sehr ja, Liebe. Sascha. Möchtest du vielleicht noch meine Blutgruppe sagen? Oh Gott, das wird wieder nachher noch rumgeschrieben. Blutgruppe, ich habe nur Liebe gesagt. Ja, ja, genau. Selbst das glaubt jetzt kein Mensch, Alter. Selbst das. Okay, pass auf, wir haben jetzt einen Platz. Jetzt rasch ich gleich aus. Hier, den Knopf. Das Messer geben wir mal dem hier. Du willst schon nur Leute abstechen. Das rote Kraut lassen wir liegen. Ich scheiße auf das rote Kraut, ganz ehrlich. Kann ich doch kombinieren. Hast du noch ein grünes? Nee, hast du schon benutzt, gell? Ja. Wie viel Platz habe ich denn mit der? Zwei noch. Nee, nee. Ich weiß kannst, nicht, wie kann viel. Ich liegen lassen. Ja, ich scheiß drauf, ganz ehrlich. Wo soll ich wissen, welche Blutgruppe du hast? Keine Ahnung. Das müsste ich auf meinem Blutspendeausweis schauen. Ich habe keine Ahnung. Weißt du selber nicht? Nee. Also, nö. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Was weißt du deine? Ja, klar. Echt? Nö. Ist mir doch scheißegal. Was? Naja, nee, wenn mal ein Notfall ist. Ja, dann fragen, wenn Notfall ist, kann ich eh nicht mehr sprechen. Wenn's wirklich ja, aber wenn Notfall du noch sprechen ist. Könntest. Dann ist dann, kein Notfall. Ja, also, ich glaube, wenn du am mega am Verbluten bist und dich aber nicht bewegen kannst, aber reden kannst. Ja, dann dafür habe ich einen Blutspendeausweis in meinem Leben. Ja, Gehirn. Und was, wenn du den nicht dabei hast? Den habe ich immer dabei. Es gibt immer Situationen. Ja. Was, wenn du beim Autounfall einfach kilometerweit weggeschleudert wird? Ja. Ja, hab ich Pech gehabt. Dann schaue ich nach dem Auto und fahre kurz in den Blutspendeausweis und schmeiße selber weg. Wir speichern jetzt auf jeden Fall. Oh, oh. Was oh. ist los? Du speicherst. Ach stimmt, wir speichern ja gar nicht. Das ist ein no safe run, liebe Freunde. Oh, das ist der falsche Raum, glaub. Echt? Ja, das ist der andere gewesen. Achso. Okay. Ah, oh, nein. Wie oft blamierst ich hab, du dich eigentlich noch gesagt, in diesem Game? Ich war mir nicht sicher. Wie oft blamierst du dich eigentlich noch in diesem Game? Hä? Hab ich dem die gegeben? Ja, hast du. Es kommt der Zeitpunkt, an dem du mir nicht glauben wirst, wobei ich so recht hatte und du dich einfach selber in den Arsch trittst. Ja, schön. Hier. Ach, das ist ja... Oh, ne? Was denn? Voll ungeil. Ah, nein. Deshalb darauf habe ich gehofft, dass so schönes Schreibmaschinen-Klackern kommt. Ich dachte gerade, die machen sowas nicht. Klar machen die das. Naja, bei anderen Spielen, bei welchem Spiel war das, wo es so aufgeregt Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich habe nur Harry Potter und der Stein des Weisen gespielt damals. Habe ich nie gespielt, Alter. War mega geil, das Spiel. Echt? Ja. Geiler Typ. Wir sind immer noch nicht weiter, ob wir jetzt machen sollen oder nicht. Was machen? Ja, was wohl essen? Ich habe Hunger, Alter. Ja, ich habe doch ja gesagt. Erstmal aus Frust der Hände schießen. Ja, ist echt so. Der lebt noch. Und der schlitzt dich jetzt. Ups, Entschuldigung. Das wollte ich natürlich nicht. Auf den Kopf. Ist doch Schwuppe, Alter. Nein. Oder lass sie schießen. Die zielt nur halb so gut wie du. Das war's, glaube ich. Nein. Geil, Hände Alter. Weg. Da hat er die Trophäe. Immer. Wie geht's dir? Warnung. Oh, shit. Sie hat noch ein Erste-Hilfe-Spray. Ich weiß. Aber... Die sollte eigentlich viel mehr Verpflegung haben. Warum? Weil es so eine Rescue-Frau ja. ist. Ja, eigentlich schon, ne? Sie sollte sich selber verarzten können. Predicted. Jetzt hör doch auf, eben die Leber wegzuschießen. Ja, Entschuldigung. Einfach durch. Stimmt. Wir sollten gar nicht schießen. Hättest du auch abstechen können. Ja, das stimmt. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Okay. Sie hat das Teil, ne? Ich glaube. Ja, sie hat's. Perfekt. Das Ding braucht echt nur eins. Mhm. Ist aber nicht so lang wie ein Gewehr. Mhm. Was, wie kommst du denn darauf? Wir nehmen den hier. Der soll ruhig als erstes runter, dem geht's noch am besten. Oh lol. Und das kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch, doch. Das haben sie gut gemacht, finde ich. Das ist echt geil. Jetzt können wir das wahrscheinlich die Tür von außen aufmachen, ne? Diese Schussrate. Ups. Sascha schießt 200 Schüsse ja, pro Sekunde so und die. Sie einen. Pro Stunde. Okay, alles klar. Spray und Munition, oder?
Wir gönnen uns jetzt erstmal das Spray, das wir nicht tragen können. Sie darf sich jetzt das Spray gönnen. Sie sieht echt nicht mehr gesund aus, Alter. Und dann darf sie sich das hier. Gewehrmunition. Wir nehmen es mal mit. Kann sie das hier noch tragen? Müsste gehen eigentlich. Ja, Alter. Aber richtig knapp, ey. Ja. Ich weiß gar nicht, was der gebracht hat. Ich habe auch keine Ahnung. Ist mit Benzin gefüllt. Aber krasser Boy, Alter. Jetzt gucken wir uns mal den hier an. Du kannst ja auch im Menü tauschen. Ja, ich weiß noch nicht, wie es geht. Ja. Wie viel Munition war das denn fürs Gewehr? 5? Normalerweise finden wir immer 5. Oh, was ist das jetzt hier? Was? Schlüssel, oder? Nein. Ah, kacke, das ist der erste Ring, ne? Jetzt können wir ja erstmal die Türe aufmachen. Hast du einen Aktenkopf dabei? Ja, natürlich. Dann kannst du auch gleich kombinieren. Echt, kann ich das sofort? Normal müsste es gehen. Ach so, warte mal, so geht das, ne? Ja, so kann ich hin und her tauschen. Du musst halt erst auch was ablegen, oder hast du das Zeichen schon? Warte. Wir gehen jetzt eh mit der Tussi ein bisschen mehr vor. Wir legen den mal ganz kurz ab. Hier ist er. Nehmen das Teil und ich hoffe, du hast recht und wir können das direkt kombinieren. Aber, so wie ich dich kenne. Das ist der Running Gag, oder? Ah, sehr gut. Nobel, yeah. Sprach der Hobel. Einmal Applaus. Nee, nicht so. Okay, wir gehen jetzt mit der vor, weil sie einfach mehr Munition hat, weil ich glaube, der zweite schießt ein bisschen arg weniger. Aufgeschlossen ist. Das ist die, von der wir eigentlich dann kommen werden. Ah. Weil wir sind ja nur unten durch. Ach, stimmt. Jetzt. Nice. Oh, ein Hebel. Oh, ein Greifhaken. Schön. Magnetkarte, haben wir keine. Dafür haben wir den Hebel hier, den können wir erstmal umlegen. Sicher. Und jetzt halten wir direkt auf Null, Alter. Nee, steht. Brauchst du die Magnetkarte dazu? Du hast den Greifhaken. Ach, jetzt verstehe ich das. Okay. Aber wir haben halt leider keinen Platz. Weder mit ihr noch mit ihm. Wir lassen das. Ah, ich weiß nicht. Brauchen das. Brauchen hast du nicht Munition für. Nein, das geht ja nur 2 Schuss weg. Ja. Mann, ich weiß nicht, was ich tauschen soll, Alter. Das ist immer so ein blödes Hin und Her mit den Items. Okay. Was hast du gerade gemacht? Ich bin gerade nicht mitgekommen. ich hab nur auf dem Bildschirm gestaut, aber nicht zugeguckt. ich hab... Warte. So. Bitte lass es nur einen Platz kosten. Mann. Aber den brauchst du, glaube ich, nur hier und danach nicht mehr. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Dann leg das Gewehr halt, oder? Ich leg die Gewehrmuni ab. Ja, kann ich schon. Das wäre gut gewesen, wenn du die Munition aufgehoben hättest. Ich hätte gelacht, Alter. Okay. Greifhaken, Bedienungsanleitung. Dieses Gerät wird nun benutzt, um schwer zugängliche... ja, okay. Ich glaube, dass wir das unbedingt brauchen. Schön. Let's go! Okay. Auf geht's. Okay. Achso, wir haben jetzt... Wir hatten jetzt die Munition. Sie oder er? Ich glaube, er, ne? Was? Er sollte auf jeden Fall vor die Pistolenmunition. Kann sein. Er muss auf jeden Fall vor. Soweit ich weiß. Nee, nope. Eben nicht. Gut. Dann nehmen wir halt doch den Typ. Die Frau. Ja. Naja, sie hat kurze Haare. Es zählt fast. Als Typ. Ja, ne? Willst du jetzt eigentlich noch Pizza oder? Sollten wir. Also wenn, dann darfst du jetzt das Telefon. Alter! Da hat er sich erschreckt. Okay. Ist da was drin?
Ich krieg Kinder. Du kannst, glaube ich, einen Molotow machen mit dem Benzin und der Flasche. Ja gut, aber da brauchen wir das Benzin ja nicht wirklich, ne? Mein Molotow ist schon kombinieren gut. Für Molotow, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Was, ich soll das Telefon holen? Ja, dann würde ich dich aber kurz muten. Wo ist das Telefon? Jetzt mache ich mal den Typen platt. Hier ist er. Ups. Das liegt hinten beim Klavier, am Fensterbrett. Und da steht einfach an, dass du ein Klavier hast. Das wissen die eh schon, also, keine Ahnung. Okay. Oh. Ich glaube, den brauche ich hier, ne? Fensterbrett, ja, alles klar. Ich mute dich mal kurz so lange. Mach das. So, jetzt hört er nur noch mich. Kann man da auch wieder dran runter? Ja, ich glaube, ne? Wo dran runter? Ach, an dem Seil hier. Ja, ne? Ja gut, jetzt habe ich es mir echt eigentlich ein bisschen stark versaut. Weil... Achso, ich sollte dich wieder aufdrehen. So, weil jetzt bin ich mit der da oben. Und was mache ich jetzt mit der? Ich meine, gut, die hat ja Muni und alles. Ich mache jetzt erstmal das, was mit ihr so nötig ist. Du kannst da reinhüpfen. Ich glaube aber nicht, dass der rein muss, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es geht nicht weiter vor. Ich glaube tatsächlich, dass wir da reinhüpfen müssen. Aber natürlich. Oh Gott. Yo, Jeffrey. Oh nein. Ey, das war so klar, Alter. Einfach predicted. Ich meine, ich habe hier keinen Platz. Das ist so ungerecht. Wer ist die oberste Nummer da? Together.